Und da sind wir wieder in einer neuen Folge. Und zwar ist hier diese gelbe Linie, diese ein bisschen überlastet, also zumindest auf der Fuchsburg-Seite her. Und die Tram merke ich gerade auch. Die hat aber schon große Wegen bekommen. Dann kriegen die erst nochmal zwei neue. Aber ging ja noch mal ein großes Passagierhäuschen hin. Okay. Und zwar würde ich das gerne darüber machen, indem wir die Züge austauschen. Gut. Und zwar kommen die weg. Und zwar würde ich hier mit diesen Dingern hier arbeiten. Das Problem ist, das sind keine Züge. Also es sieht zwar aus wie, also wir müssen da trotzdem noch einen DB-Zug davor knallen. Wir nehmen hier. Nehmen den hier. So, dann. Ja, Wagen. Gehen übrigens auch unterschiedliche viele rein. Hier sogar nur 23. Dann fangen wir mit so einem an. Dann so die Mittelteile. Ich weiß nicht, wo da der Unterschied ist. Nehmen mal hier. Okay, wir haben jetzt nur zweite Klasse. Haben wir hier nochmal zwei erste Klasse und noch so ein Ko und das hier war das Kopfteil. Das haben wir die Kapazität erhöht und wir sind etwas schneller geworden. Kann ich diesen Zug jetzt auch irgendwie kann ich den doch be Okay, hat das jetzt. Also, ich glaube, ja, jetzt ist der Zug halt nur hier aus dem Depot gekommen. Weil es ja nicht stimmt. So. Können wir uns den jetzt hier mal am Depot angucken? Ja, also ignorieren wir einfach den Zug, wird das aussehen wie so ein Regiobahn halt. Scooter, die jetzt hier reinfährt mit ihren 216 Plätzen. Hier 280 Leute. Machen wir mal eben was schneller, ob das für Entlastung gesorgt hat, vor allem. Okay. Okay. Der Zug steht noch auf der Sch Jetzt kein Weg elektrisch. Der stand noch auf der quasi auf der Weiche, deswegen konnte er nicht fahren. Gut. Der andere hat jetzt hier halt natürlich schon ein Momentchen gewartet, aber nicht so schlimm. Fugburg ist auch schon alter. 333 Maschinen und 100 Werkzeuge. Boah, 900 Einwohner. Was sagt unser Wii? Hauptstadt an Einwohner 1,4. Ist auch so voll. Okay, können ja mal gucken. Winkelbach ist 3 Hof. Unsere kleinste ist Saidenheide mit aber trotzdem 300 Einwohnern. Das hier. Gutes Cargonetz. Man könnte jetzt noch überlegen, aber Straßenanbindungen sind ja da. Man könnte jetzt überlegen. Mod wird eventuell durch? Nee.
Man könnte dieses Gleis hier hinführen nach links. Hier ist ja noch das eine und noch nach Vogtburg eventuell. Das wäre auf alle Fälle auch noch mal. Ja, unser ICE macht weiter gewinnen. Das ist sehr gut. Hier ist wegen Überfüllung geschlossen, aber ich glaube. Hier auch. Sieht man das jetzt hier auch wirklich? Ist die Kiste hier gerade aufgeploppt? Aber viel mehr. Eine 100% Versorgung, also alles gut. Ich glaube, das machen wir. Wir nehmen dieses Gleis hier, ziehen das hier durch, verbinden das mit dem hier. Dann machen wir mal eben, aber erst Edwig. Er muss hier gucken. Gut. Dann fangen wir hinten hier hinten an. Ja. Welchen Zug nehmen wir denn da? Lass mir da diesen Pendlerzug hier nehmen. Und ja, der hier ist. Ich glaube, ich nehme dann den Pendlerzug hier. 100 Leute. Ich muss gucken, wie beliebt die Strecke ist, was für ein Zug ich da. Aber ich würde, glaube ich, den Pendlerzug erstmal nehmen. Wieso zum Teufel? Eine Industrie getrünnet und eine verlässt uns. Ja, sieht das auch komisch aus wegen dem. Gut. Das ist aber der richtige Weg. So. 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 Dann so und jetzt halt hier ein Signal hin, dass du halt warten musst, wenn das Ding voll ist. Oder welches, oder nehmen wir dieses hier? Welche? Terminal 2? Ja, Vogtburg-Winkelbach. Dann nehmen wir dies als. Nee, das ist schon okay. Gut. Ja, dann. Ich sage Linie. Oh, sie ist so ein Baby von hier. Nach hier. So einfach Rieden, Heide, Vogt. Ich kann nicht mehr schreiben. Ja, war auch schon ein langer Tag. Und gerade 22:15 Uhr schon. Und ich muss die Videos noch gleich eben schneiden, aber das ist kein Problem. So, gut. Ich würde jetzt erstmal so einen Pendlerzug kaufen und da drauf packen. Neue Industrie, Stenwald.
Aha. In Timbuktu hier im Wald. Ah, die werden auch dann gar nicht ans. So. Alter, da jetzt nicht direkt Leute drin sitzen, ist mir bewusst. Aber die wird hier stehen, da schon für 5 Leute, immerhin. Also das hier wurde ist eindeutig top entlastet dadurch. Hier stehen auch nicht so viele. Oh. Oh ja, hier sollten wir dringend mal die Busse. Mit denen hier auszuwechseln. Fällt mir direkt ein, ich habe hier den. Und da hat noch gar nicht auf hochgestellt. Der Zug fährt wieder. Er sitzt. Oh, der ist fast voll. Der ist. Waren schon echt einige drin. Oha. Der Wachstum. Jetzt weiß ich nicht genau, was hier vorher stand. Aber hier ist kein Fall nach oben, also hat das noch nicht so. Stehen 30 aber schon wieder. Aber mit. Binde ich mal eben an. Wenn immer so ungefähr die Hälfte der Leute drinnen. Ich muss das verlängern, das sieht kacke aus. Wenn die Tram hier so komplett um die Ecke steht, das ist doch kacke. Ein neues Stahlwerk bei Winkelbach. Geil. So, Winkelbach ist jetzt top versorgt. Der Zug ist immer noch halb voll nur, ist okay. Aber ich glaube, die Strecke ist ein bisschen kurz. CE bringt 14 Millionen heim. Aber der hat. Es sind ein paar, die umgestiegen sind. Und noch mehr von diesen. Ja, das ist aber nur ein Wagen und kein Zug. Okay, ist eine Minuslinie, aber. Sie wird benutzt. Oh. Wir fahren nur zwei süße Trämmchen und zwar auch richtig alte. Die hier fahren hier noch. Da passen 26 rein. Hier, zack. Ich gönne euch, richtig. Siebzig, 71. Alter, der Zug geht fast voll. Aber er macht immer noch keinen Gewinn. Das ist das Blöde. Und keinerlei Wachstum dadurch. Ja, die vorher halt auch. Die sind halt sonst hier über Dohlendorf gefahren. Ist jetzt halt die Frage. Okay. Der Zug ist eigentlich auch zu lang. Bleiben. So. Und mal können wir nochmal eben. Oh, was haben wir hier? Hier sieht's aus. Oh, Bus. Oh, hier fahren drei. Hier fahren nur drei alte Schätzchen. Die ersetzen wir mit den großen. Also 16, 23. Jetzt wieder genau im Autosave.
immer im Autosave. Sieh aus. 120 ist noch okay. Hier kommt ja auch der Zug. Wie sieht's denn da? Gut. Armes Leben. 500 Päckchen wollen die inzwischen. Die kann aber nur 400, also von daher kriegen wir da die Versorgung nicht. Müssten wir noch von irgendwo anders ranbringen. Aber ich bin der Meinung, dass das... Wir sind mit 200 angefangen. Sind wir bei 1400. Das sieht gut aus. Was sagt eigentlich hier unser... Aktuell ist hier auch kein Stau. Hier ist... Wie immer Stau. Weil die halt alle nach drei Hoch rüber wollen und keiner hier ich überlege halt noch, ob ich hier vielleicht so eine. Das probieren wir jetzt mal aus. Wir nehmen das Update in die Straße, update das. Das Keckstück hier und ziehen jetzt von hier eine Verbindung nach da. Ob jetzt nicht einige Autos hier die Alternativroute sich. Guck, es nehmen jetzt schon einige Autos die Alternativroute. Das heißt, hier sollte es eindeutig etwas entlasten. Können wir die Ampel hier entfernen? Hier ist eine Ampel und da ist eine Ampel. Alter! Das ist schon wieder so eine nicht entfernbare Ampel. Dann reißen wir einfach das Straßendepot hier ab und setzen das. Einfach hier in so eine ganz bescheidene. Seitenstraße, wo es keinen stört. Es ist natürlich von hier viel mehr Verkehr, aber... Ach du Kacke, das ist hier der Superstar. Okay, Werkzeuge, Ampel weg. Ampel weg, Ampel weg. Ampel weg. Jetzt fährt hier keine Sau mehr, aber jetzt ist der Stau hier. Ich habe den Stau nur verlagert in die Seitenstraßen. Hier fahren ja auch noch die richtig alten Ranzbusse. Dann muss ich jetzt hier diese Straße auch vergrößern. Ah, hier habe ich so ein kleines Stück vergessen.
Schon wieder Autosave. So. Ja, jetzt ist der Superstau hier. Benutzen Leute denn die Tram, die hier fährt? Ein paar. Ja, ein paar Leute nutzen sie. Hier muss ein Kreisel hin. Hier muss ein Kreisel hin. Kann ja schon eine Citystraße sein. Und yalla, weiter geht's. Ach du Scheiße, bis wo? Dann schaut sich bis zur Brücke zurück. Hier ist doch eine zweispurige Straße. Wieso biegen die nicht zweispurig ab? Ich glaube, ich werde auch noch mal hier eine ab. Fahrt machen. Ich glaube, hier ist so das Industriegebiet und wenn das Arbeitspendler sind. Und das ist schon, ach du Scheiße. Aber der Vorteil ist, wenn der Stau da ist, hat der, glaube ich. Okay, hier habe ich minus 10. Okay, auch minus 10. Aber Instant selber ist der. Ja, verlass doch die blöde Industrie. Ist der Stau, glaube ich. Also hier auf der Hauptstraße ist ein minus 10. Hier ist ein bisschen und hier so ein bisschen. Aber das hier ist halt. Alter. Weiß nicht, was. Also jetzt können hier Autos theoretisch hier abbiegen und dann hier rüber fahren. Aber. So. Ja. Aber in Sten selber ist jetzt nicht mehr so viel Stau. Da hat sich halt jetzt auf dieses Stück hier verlagert. Hier können wir auch noch mal die besseren wie die dafür einsetzen.
Ja, die sortieren sich halt jetzt hier auf die mittlere Spur ein, was voll doof ist. Überlege gerade, ob ich hier noch. Nee. Halt die Frage, wo die alle hin wollen. Also der größte Teil biegt hier ab, um dann hier abzubiegen, dann hier in die City zu fahren und dann hier oder keine Ahnung. Wollen die Leute denn Zielindustrie? Wohngebäude, Wohngebäude, Wohngebäude. Ja, die Wohngebäude. Hier wohnen nur zwei Leute drin. Was für ein Luxus. Ja. Obwohl ich das nicht verstehe. Für den möchte es doch dann Sinn hier rum. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, was ich noch machen soll. Oh, 5.000 neue Busse in sämtlichen Farben. Ja, ich bin echt verzweifelt. Ich weiß nicht, was man da besser machen kann. Aber das war es erstmal mit der heutigen Folge. Bis dahin. Ciao.